den Titel trägt. Und ja, jetzt ist er nochmal hier. Marco Ulrich! Firmenberater sagen, die Zeiten sind hart. 400 zufriedene Selbstmordattentäter tanken ihren VW bei BP. 500 Boulevardjournalisten schimpfen über die Benzinpreise. Und am Montag steht eine Aldi-Werbung in der Zeitung. Und wenn dann am Dienstag eine Kritik über die Arbeitsbedingungen bei Aldi in der Zeitung steht, dann steht am Mittwoch keine Aldi-Werbung mehr in der Zeitung. Dann steht am Donnerstag keine Kritik mehr in der Zeitung. Dann steht am Freitag wieder eine Aldi-Werbung in der Zeitung. 600 Künstler haben dazu keine Meinung, aber daraus, dass Männer und Frauen ja so unterschiedlich sind, witzig das doch ist. 700 Intellektuelle versammeln sich zur letzten Ölung in einem Think Tank. Kennt ihr den? Kommt ein Tank zum Psychiater, sagt er Tank. Ich fühle mich so ausgebrannt. Sagt der Psychiater, ich auch. 7000 Psychiater leiden an einem Burnout-Syndrom und fühlen sich nur leer. 70.000 Topmodels suchen ein Magazincover. 700.000 Superstars einen Sendeplatz spielen für die Jägermeister-Rockliga in der O2-Arena. Zeugen für die bunten Kinder und nennen diese Nike oder Pepsi, denn sie bekommen Geld dafür und sie verstehen noch nicht mal warum. 7 Millionen Werbefahrer geben 150%. Verwende dein Notebook doch einfach wie einen guten Freund. Meckere nicht über es, sondern biete ihm dann Hilfe an. Gib die beste Leistung, zu der du fähig bist. Und wenn du damit fertig bist, übertriff dich selbst. Schlag mit deinen Flügeln und reiß Bäume aus. Du bist die Flügel, du bist der Baum, du bist das Notebook. 70 Millionen Praktikanten verlassen ihre Freundin für eine Base Flatrate. Und sie reden, und sie reden, und sie reden, aber sie sagen nichts! 70 Millionen Experten haben dazu keine Meinung, aber den Aufkleber, mein Schatz, ist mein Arbeitsplatz auf ihrem Notebook. Egal, wo du arbeitest, egal, welche Position du hast, du hältst den Laden zusammen, du bist der Laden, du bist das Notebook. 7 Milliarden Chinesen haben keinen iPod. Noch. Aber, oh Arbeitsplatz, willst du mich etwa mit all diesen teilen? Halt, wo willst du hin? Und was soll aus mir werden, wenn du nicht mehr bist?